Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Das Jahr geht zu Ende. Es ist vorbei und ich kann es gar nicht glauben, weil letztes Jahr um die Zeit war ich in Leipzig und jetzt ist schon wieder ein Jahr um und wo bleibt manchmal so die ganze Zeit? Das ist alles so schnell, geht das, und ein Jahr verfliegt und das nächste kommt. Ja, und dann denkt man so immer über das eine oder andere nach. Für uns war 2019 ein schönes Jahr mit vielen schönen Reisen, schönen Touren. Das letzte Drittel war ein bisschen holperig bei uns. Gab es halt ein paar Problemchen mit dem Gesundheitszustand meiner Mama. Deswegen konnten wir auch nicht nochmal reisen und auch uns von Piccolino nicht gebührend verabschieden mit einer Abschiedstour. War leider nicht möglich. Aber so ist das halt manchmal, und nun haben wir Piccolino soweit ausgeräumt. Jetzt muss er geputzt werden richtig und dann geht er zum Verkauf. Ja, das war natürlich eine große Geschichte bei uns in diesem Jahr, in dem wir uns entschieden haben, vom Wohnmobil umzusteigen auf Kastenwagen. Ich hatte da schon immer ein bisschen ein Auge drauf gehabt und dann haben wir wirklich lange überlegt und wir hoffen natürlich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Ihr habt uns dabei super geholfen mit euren Tipps und dafür danken wir euch. Das ist immer gut, wenn man hilfreiche Informationen bekommt, an die man manchmal so gar nicht denkt. Wir sind natürlich jetzt total gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, was das jetzt so gibt mit dem Kastenwagen, ob wir klarkommen, also auch vor allen Dingen mit dem Gewicht. Da habt ihr ja alle ihr Kastenwagenfahrer uns schon gewarnt. Ich bin echt gespannt. Normalerweise müssten wir eigentlich, was wir uns so ausgerechnet haben, hinkommen. Aber naja, da gab es so die eine oder andere geteilte Meinung. Also wir sind echt neugierig und gespannt, weil eigentlich wollten wir nicht auflasten, haben es nicht vor, haben uns aber die Möglichkeiten notfalls ja offen gelassen. Ja, das war unsere wichtigste Entscheidung eigentlich in diesem Jahr. Und dann hatten wir auch viele schöne Touren in diesem Jahr. Wir haben wieder auch schöne Videos drehen können und haben uns aber auch so ein paar Gedanken, speziell ich natürlich, zu dem Thema YouTube gemacht. Haben halt festgestellt, dass wir uns nicht so sehr unter Druck setzen wollen, was YouTube betrifft. Wir machen die Videos gerne. Ich mache die gerne, ist ja mein Part. Ich habe da wirklich einen mega Spaß dran, aber es bedarf auch wirklich unheimlich viel Zeit und wir haben halt oft auch die Zeit nicht dazu. Geht einfach nicht. Und wir sind ja auch keine Dauerreisenden, die andauernd irgendwas zu bieten haben und wir mögen auch nicht die Lücken irgendwie mit irgendetwas füllen, sondern wir haben halt auch irgendwo so unsere Vorstellung, was wir halt zeigen wollen und was wir nicht zeigen wollen. Und deswegen gibt es halt eben auch hin und wieder Pausen. Wir haben uns von dem Druck halt frei gemacht. Ich selber habe mich auch am Anfang ein bisschen unter Druck gesetzt. Das ist einfach so, weil es bedarf halt unheimlich viel Zeit, Investitionen für so einen YouTube-Kanal. Es macht sehr viel Arbeit, bis man dann erstmal diese bestimmte Anzahl an Follower hat, die man braucht, um überhaupt ein bisschen agieren zu können. Und natürlich denkt man dann auch, wenn man so gar nicht zeigt oder nicht oft was zeigt, dann laufen einen die Follower vielleicht weg, dann fängt man wieder von vorne an. Und weil es halt auch so viel Arbeit macht und weil so viel Energie dahinter steckt und auch so viel Spaß und Freude, aber auch eben sehr viel Zeit, hat man, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Bedenken und denkt, und dann fängt man vielleicht wieder irgendwie von vorne an. Und dann laufen einen so ein paar Zuschauer weg und irgendwann mal gab es dieses Jahr den Punkt, auch das war nach meinem umstrittenen Video, wo ich dann also eine absolute Kehrtwende gemacht habe, weil ich festgestellt habe, ich will nicht irgendwo YouTube machen, um Follower zu erhaschen und so viel wie möglich zu haben, sondern ich will YouTube machen, weil es mir Spaß macht. Und Michael macht mittlerweile auch richtig gut mit, dem macht es auch Spaß, weil er nämlich festgestellt hat, dass auch YouTube seine sehr, sehr guten Seiten hat, indem man halt nämlich unheimlich viel Menschen kennt, was heißt unheimlich viel, indem man ja einige Menschen kennenlernen kann und tolle Geschichten erlebt
freundliche Geschichten, viele Informationen bekommt, viele hilfreiche Tipps bekommt und so weiter und so fort. Also dieser Austausch, der da stattfindet mit euch, der ist einfach wunderbar. Und das gefällt mittlerweile Michael auch ganz gut. Und von daher ist er auch wesentlich offener geworden, was das betrifft. Und ich habe mich so ein bisschen mehr zurückgenommen. Also ich habe dann festgestellt, nein, also ich möchte auch nicht den ganzen Tag mit einer Kamera durch die Gegend laufen, auch nicht im Urlaub von früh bis abend filmen. Man filmt schon viel genug, das, was man so macht, macht schon viel Arbeit. Man muss sich auch immer so ein bisschen was ausdenken und einfallen lassen. Und das ist auch okay und das macht Freude. Aber ich möchte nicht, dass man sich unter Druck setzt, und jetzt müssen wir dann und dann das machen und jenes machen, damit wir das und das filmen können und müssen uns das und das angucken, damit wir das filmen können. Und davon haben wir uns völlig gelöst. Wir zeigen gerne das, was wir schön finden und haben da auch richtig Spaß dran. Und so soll es halt eben auch bleiben. Und ob wir halt nur 1.000 Follower haben oder 5.000 Follower haben oder 10.000 Follower haben, wer uns schauen will, der schaut uns. Und das entwickelt sich, glaube ich, von ganz alleine. Da muss man sich nicht unter Druck setzen, zumal wir ja nicht drauf angewiesen sind. Und das war für mich eigentlich auch ganz wichtig, diese Entscheidung eben auch nicht perfekt sein zu müssen und auch die Feststellung zu machen, das ist halt eben, dass man nicht gemocht wird. Ja, das hatte ich ja dieses Jahr also sehr deutlich zu spüren bekommen. Ich denke, man kann immer irgendwo sich vielleicht auch mal missverständlich oder so ausdrücken. Für mich war das so ein ganz wichtiges Video, weil mir das unheimlich viel gezeigt hat über Menschen, wie die ticken und wie das so läuft und wie man auch mit dem Thema Internet überhaupt im Allgemeinen ein bisschen umgehen sollte. Und man muss das lernen, man muss das dann erstmal in dem Moment aushalten. Das ist gar nicht so einfach, da hatte ich auch also ganz schön dran zu knabbern gehabt. Auch so, dass man so ganz derb und deutlich oft geschrieben bekommt, dass man nicht gemocht wird. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, war es mein wichtigstes Video, weil ich dadurch halt unheimlich viel lernen konnte. Und von dem Druck, also alles perfekt machen zu wollen oder sagen wir mal so nicht perfekt, aber so gut wie möglich machen zu wollen, da habe ich mich auch ein bisschen gelöst davon. Ich bin halt sowieso perfektionistisch veranlagt in allen meinen Arbeiten, die ich mache. Aber man muss einfach auch loslassen und locker sein und sich selbst sein und sich ja nicht verstellen. Das ist unser oberstes Gebot, dass wir authentisch sind. Und wir möchten uns da nicht irgendwo unterwerfen und etwas tun, damit wir irgendwo so viel wie möglich Menschen gefallen. Das ist völlig verkehrt, also für uns verkehrt. Wir möchten das überhaupt nicht. Und wie wir uns zeigen, das ist auch oft spontan. Da ist nichts geplant, das ist einfach so. Genau mit dem Weihnachtsvideo letztens. Ja, wir hatten zu der Zeit also nicht unbedingt die beste Zeit gehabt in diesem Jahr und es war alles schon sehr ernst genug und ich hatte das Bedürfnis, einfach mal was Lustiges zu machen und habe Michael gefragt, ob das okay für ihn ist und dann haben wir uns kurzerhand entschieden, halt uns ein bisschen zu verkleiden und ein bisschen eben, ja, einfach Spaß haben, mal ein bisschen manchmal auch albern sein und wir wollten einfach lustig sein und Spaß haben an der Sache und den hatten wir. Und da kam ja dann auch also teilweise eben Kommentare, weiß ich nicht, also wie kann man sich so im Internet präsentieren, das ist ja schon grenzwertig, das ist ja oberpeinlich und tralala. Also das kann jeder sehen, wie er will, Geschmäcker sind ja ganz unterschiedlich, aber wir fanden es toll, wir fanden es gut, uns hat Spaß gemacht und das ist das Allerwichtigste. Und auch wenn ihr euch immer so Gedanken um Michael macht, das ist ja alles ganz lieb und schön. Aber er muss euch nicht leid tun. Also wir haben uns vor 16 Jahren gesucht und gefunden. Und mit all unseren Ecken und Kanten lieben gelernt. Und wir haben uns dazu entschieden, ein Leben lang zusammen zu verbringen. Und das machen wir, glaube ich, seit 16 Jahren schon relativ gut. Natürlich gibt es auch mal Kampeleien bei uns, ganz klar. Wir sind ja auch zwei sehr relativ starke Persönlichkeiten. Wir stehen mit beiden Beinen im Leben. Und ihr könnt mir ja eh schon zutrauen, dass er, wenn er etwas nicht möchte, auch mal ein Veto einlegt und das auch deutlich mitteilen kann. Also wir schauen uns unsere Videos immer noch mal an, bevor wir die ausstellen und entscheiden dann gemeinsam, ob wir das so zeigen oder nicht. Also ihr müsst euch da in keinster Weise leid tun.
Ich denke, das ist völlig in Ordnung. So ergibt das schon sein Okay dazu. Ich hätte auch keinen Partner, der alles macht, was ich möchte. Das wird ja oftmals so ein bisschen so ja, dargestellt. Also so einen Partner hätte ich nicht, so einen Partner wollte ich auch gar nicht. Sondern ich glaube schon, dass wir zwei Menschen sind, die sich beide nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das bei uns auch ganz gut. Wir kommen mit uns ganz gut klar, wir sind zufrieden und glücklich in unserer Ehe und das ist das Allerwichtigste. Und na klar, gefällt nicht alles jedem. Es ist ja ganz normal. Jeder Mensch ist unterschiedlich und hat eine unterschiedliche Art oder sieht irgendwie anders aus oder ja, also hat halt seine Eigenheiten und wie auch immer. Wir mögen ja auch nicht alle Menschen und natürlich werden wir auch nicht von allen gemocht. Das ist halt einfach so. Aber wir würden euch um eines bitten. Wir würden euch bitten, wenn ihr uns also nicht mögt, dann schaut doch einfach bitte weiter und geht irgendwie zu einem anderen Kanal. Es gibt so viel Auswahl, es ist bestimmt für jeden was dabei. Aber lasst doch einfach eure wirklichen, also die, die uns die Kommentare natürlich schreiben, eure bösen, teilweise beleidigenden Kommentare. Wir wollen das nicht, das ist, wir wollen kein negatives Gefühl haben, wir wollen es auch nichts irgendwie mies reden lassen, wir wollen mit euch Spaß haben und Freude haben. Wer uns nicht mag, geht weiter und wer uns mag, der schaut uns zu und mit denen haben wir auch einen guten Austausch und können viel Freude an der ganzen Sache haben. Denn der eine oder andere Kommentar, der bleibt manchmal schon doch hängen, man ärgert sich dann doch irgendwo drüber, wenn so wirklich miese Sachen manchmal kommen. Und da würde ich euch bitten, seid so fair, bleibt irgendwo immer ein bisschen freundlich und nett. Und wenn ihr, wie gesagt, das nicht schön findet, dann schaut ihr einfach weiter. So machen wir das auch und darum bitten wir euch einfach. Das wünschen wir uns fürs neue Jahr, denn wir haben uns vorgenommen, sowieso die Kommentare, die unter der Gürtellinie sind, die werden gnadenlos gelöscht und der Nutzer wird auch sofort blockiert. Wir sind offen für konstruktive Kritik. Ich habe in meinem Leben, in all meinen Berufen mit Kritik leben müssen. Im Friseurbereich kriegst du öfters mal auch eine Kritik gesagt, wenn du irgendetwas nur anders machst als das letzte Mal. Und da muss man schon manchmal auch einstecken können. Also das macht mir nichts aus. Und an Kritik wächst man, kann man lernen. Aber Beleidigungen würden wir euch bitten, das einfach zu lassen. Aber natürlich möchten wir uns jetzt auch bei euch Zuschauern bedanken, die uns wohlgesonnen sind über eure netten Kommentare, für eure Feedbacks. Und ich möchte euch eins sagen. Jeder hat ja seinen Anspruch an Videos und wir sind ja alle nicht perfekt oder viele sind nicht perfekt und wir geben uns auch alle Mühe, jeder auf seine Art und Weise. Ich wünsche mir natürlich fürs nächste Jahr auch ein bisschen mehr an Feinheiten zu arbeiten, mehr Zeit zu haben. Ich hoffe es. Aber ich lege zum Beispiel in meinen Videos, ich versuche zumindest in meinen Videos immer oder in unseren Videos besser gesagt, Gefühl und Emotionen ein bisschen mit reinzupacken. Gerade was so Landschaften betrifft und wenn es besonders irgendwo schön ist, diese Momente festzuhalten, weil sie Erinnerungen sind. Selbst wenn wir jetzt in einer Zeit, wo wir nicht viel reisen können, uns mal unsere alten Videos angucken und ich sehe unseren Norwegen-Film oder so, dann bin ich heute noch zu Tränen gerührt. Und ich glaube, dass es einfach in ein paar Jahren, wenn man vielleicht nicht mehr reisen kann, es eine richtig tolle Sache ist, wenn man sich das dann angucken kann und auch wieder Gefühle und Emotionen hat dabei. Für mich ist dabei eben die Musik so wichtig. Ich sitze manchmal länger an der Musikauswahl als an dem Schneiden der Videos, weil diese Musik soll das widerspiegeln, was ich in dem Moment fühle, wenn ich das Video mache. Und es ist so schön, wenn ihr dann Kommentare schreibt und mir ein Feedback gebt, wie ihr das findet. Und wenn ich dann lese, wieder mal tolle Musikauswahl, passend zur Situation oder passend zu der Landschaft oder wie auch immer, dann ist es für mich das schönste Geschenk und das beste Lob, was ich kriegen kann, weil dann weiß ich, dass ich das, was ich rüberbringen will, mit dem Video bei euch ankommt. Und dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken. Und ihr dürft auch gerne sagen, wenn es mal nicht gut ist. Also das ist wunderbar. Auch das würde ich gerne hören.
Aber ich möchte mich bedanken, dass ihr also auch manchmal oder oft mir ein Feedback gebt für die Arbeit und für unsere Arbeit und für unsere Videos. Und das ist halt eine ganz tolle Sache. Und ich möchte mich noch bedanken bei einem Paar, die mir dieses Jahr einen Kalender aus Norwegen geschickt haben, beziehungsweise von ihren schönsten Momenten, die sie bei ihrer Norwegen-Tour gehabt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hat uns richtig doll gefreut und der kriegt auch ein schönes Plätzchen bei uns. Ja, in diesem Sinne wünschen wir uns für 2020 weiter mit euch schöne Stunden, schönen Austausch zu finden, vielleicht auch persönliche kennenlernen. Da freuen wir uns auch drauf. Sprecht uns an, wenn ihr uns seht und ihr uns mögt. Da freuen wir uns. Wir haben so viele nette nette Begebenheiten dadurch dieses Jahr gehabt. Das war eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Wir wünschen euch fürs neue Jahr, oder ich, weil im Anschluss kommt gleich noch Michael, wünsche euch fürs neue Jahr tolle Touren, wunderbare Reisemomente, viel Glück, Frieden und vor allen Dingen wünsche ich euch Gesundheit. Gesundheit für euch, für eure Familien, für eure Liebsten, für alle. Und das wünschen wir uns auch. Das ist das Allerwichtigste. Kein Geld der Welt nützt etwas, wenn man nicht gesund ist. Wir wünschen uns das für unseren Huni, der ist ja nun auch nicht mehr so jung. Und für uns natürlich auch. Also, in diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Feiert schön und wir sehen uns hoffentlich bald im neuen Jahr wieder. Spätestens dann, wenn vielleicht Piccolino verkauft wird und mit Sicherheit dann, wenn wir unseren Malibu holen. Darauf freuen wir uns ganz doll. Also, seid ganz lieb gegrüßt und danke für alles. Ciao! Hallo, liebe Living and Travel Freunde. Da ich dieses Jahr noch zur Zeit hier im Hunsrück mit meiner Arbeitsgange bin, müssen wir euch die guten Wünsche für das neue Jahr dieses Mal getrennt übermitteln. Dem komme ich hiermit gerne nach. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Wünsche euch ein glückliches und gesundes neues Jahr und hoffe, ihr habt viel Spaß mit euren Autos. Begleitet uns auch weiterhin. Schreibt uns auch eure Erfahrungen, die ihr habt, weil wir lernen auch gerne dazu. Und wie gesagt, wünsche ich euch ein pannenfreies, erlebnisreiches Jahr. Alles Gute nochmal und beim nächsten Mal machen wir das wieder zusammen, hoffentlich. Und alles Weitere wie immer von meiner Frau. Tschüssi!